Hey Außenwelt, willkommen zurück zu The Walking Dead. Und wir stehen hier oder hocken hier immer noch vor diesem scheinbar verlassenen Auto. Und ich überlege noch, ja, hallo, kommt raus und schieße ich? Nein, das klingt ein bisschen zu extrem. Nicht schießen, wir wollen euch helfen. Ich würde sagen, wir rufen erstmal einfach nur ein kurzes Hallo. Nähere dich langsam an dem Wagen. Okay, wir versuchen es mal. Aber er schleicht ja dann sowieso automatisch. Man braucht da ja nicht wirklich was zu machen. Okay. Scheint nirgendwo irgendwas zu sein bis jetzt. Außer dass das Licht immer noch brennt. Das sieht aus, als ob das hier sehr, sehr schnell verlassen wurde. Ach, scheiße. Benzin natürlich leer. Verdammt. Baby, you gotta Oh, see that. It's a die of ganzen food and Nahrungsmittel. supplies back here. Ach du Scheiße, wer lässt denn so ein Auto stehen? Wurde der gekillt? Musste der This abhauen? Food could save all of us. Ja, aber. Not all of us. Ach ja, Lilly. Ja, sie wird schon irgendwann drüber wegkommen. Muss sie, die muss das auch einsehen, dass wir da auf jeden Fall an die Kinder vor allen Dingen denken mussten, an uns und an die Kinder. Then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. Das ist das Problem, ey. This stuff isn't ours. Eben. Dad, whose car is it? Das ist Don't die worry Frage. About that, Doug. It's ours now. Ah, ich weiß nicht. Don't worry. What if it's not? Oh, das heißt, wir müssen gleich What if bestimmt it's entscheiden. Not abandoned? What if it is someone's? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Was machen wir jetzt? Ich meine, auf einer Seite müssen wir das mitnehmen. Das ist Nahrung und ja, keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Auf der anderen Seite, was ist, wenn da wirklich nur jemand weg ist, weil sein Kind zum Beispiel weggelaufen ist und dann wieder zum Auto zurückkommt? Komm, Clementine hat vorhin sowas angesehen. Ich würde sagen, wir geben Clementine einfach mal recht. Doch, das machen wir jetzt. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. Ja, das ist das Problem. Normal müssen wir's. We'll survive without it. The hell we will. We'll find a way. The rest of us are taking this stuff. Ja, dann nehmt. Okay. What have we got in here? Aber ich denke mal wenigstens Clementine, jawohl. Die ist ganz zufrieden mit uns. See if there's any water. Und das wollen die jetzt alles die ganze Zeit schleppen. Na gut, Nahrungsmittel. Klar können die das gebrauchen, natürlich, ne? Aber wie gesagt, ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand einfach das Auto so verlässt, ohne dass irgendwelche Kampfspuren oder sonst was drin sind. Naja, gut, neuen Pulli können sie gebrauchen. Will sie nicht, okay. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey. There were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? Ja, mit Batterien hat es ja nicht so, ne? Genau. Oh God. Lee, you're gonna want to see this. Okay. Was ist denn da drauf? Jetzt sind wir mal gespannt. Oh shit. Ach, ich dachte, das zeigen die vielleicht auch. Okay. Wir wurden gefilmt. Von der Frau, die wir in dem Camp getroffen hatten. Aha. Was? Oh, darling, du Scheiße. Baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Also entweder war die Alte, die wir in dem Camp getroffen haben, komplett verrückt, weil die vielleicht ihre eigene Tochter verloren hat. Oder das war wirklich Clementines Mutter. Don't worry, little girl.
Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. War das jetzt Clementines Mutter, die wir da getroffen hatten, oder war das einfach nur eine Verrückte? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much phases, but it's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? Well, we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy. I'm the one keeping this group going. We can sort this all out, all right? We can sort this out. I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else. Also wieder Gestreite und Gezanke, das Übliche. So, Retter, David das Bein abgehakt. Du und 43% der Spieler haben sein Bein abgehakt. Befragung, ob wir Jolene erschossen haben. Du und 60% der Spieler haben zugehört, bevor Danny sie erschossen hat. Pragmatismus, haben wir geholfen, Larry zu töten. Du und 49% der Spieler, also ungefähr 50-50, die sich dafür bzw. die sich dagegen entschieden haben. Es ist aber auch schwierig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Manche Entscheidungen, alter Schwede, ey. Rache, beide St. John Brüder umgebracht. Du und 61% der Spieler haben nicht beide Brüder getötet. Den ersten, wie gesagt, wenn ich mich nicht irre, war das dieser Arsch, der Clementine so grob angefasst hatte. Der musste dran glauben, das ging gar nicht anders. Und der andere, naja, kommt, der war sowieso am Ende. Oh. Überleben, Lebensmittel aus dem Wagen gestohlen. Du und 49% der Spieler haben keine Vorräte mitgenommen. Also auch ungefähr 50-50. Das ist eine ziemlich kurze Folge, muss ich sagen. Aber viel passiert in der letzten Zeit, in dieser zweiten Episode. Also, wow. Wow. Das ging schon wirklich gut ab, The Walking Dead, Hunger und Hilfe. Viele schwere Entscheidungen, die wir treffen mussten. Ich hoffe, dass das die richtige Entscheidung war, dass wir uns entschieden hatten, die Lebensmittel nicht aus dem Auto zu nehmen. Auf jeden Fall haben wir uns damit bei Clementine wieder, ich sag mal, ein bisschen besser gestellt, nachdem sie ja zugesehen hat, wie wir diesen Typ da abgemurkst haben. Sicherlich nicht das Verkehrteste. Und tja, wer war diese Frau auf diesem Videoband? War das vielleicht Clementines echte Mutter? Oder war es einfach nur so gesehen eine durchgedrehte Frau, die ihr Kind vielleicht verloren hatte und diese mütterlichen Gefühle dann auf Clementine übertragen hat? Ich glaube, das werden wir wohl nie erfahren. Jedenfalls fand ich die zweite Episode schon mal wieder sehr schön, sehr gut gemacht. Ich bin gespannt auf die dritte Episode. Es scheint ja so, dass da wieder einiges zum anderen kommt. Die Gruppe wird immer kleiner. Wir verlieren immer mehr Leute, aber es scheinen ja auch wieder welche dazu zu kommen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die Gruppe weitermacht und was da noch für, ja, Reibereien auftauchen werden, was da noch für Meinungsverschiedenheiten auftauchen werden. Und ich hoffe, ihr seid auch darauf gespannt. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Bis dahin.